Das Gesetz der Schwerkraft scheint für ihn nicht zu gelten. Fuzzigerhammer ist in den 70er Jahren der Mann, der mit dem Schnee tanzt. Der Berg ist ja nicht nur ein Ort, wo man Wettkämpfe halt bestreitet, sondern einfach ein Abenteuerspielplatz. Und die haben ja reichlich ausgekostet, das Abenteuer. Heute wandern wir ganz gemütlich auf die Ostpreußenhütte im Hochkönigmassiv im Salzburger Land. Ich finde einfach, das gesamte Steinene Meer ist ein ganz einmaliges Gebirge. Da ganz drüben sieht man zum Beispiel die ganz markanten zwei Gipfel, das sind die Teufelshörner. Höhepunkt da oben ist natürlich der Hochkönig. Bergsteigen war eigentlich für mich damals der wichtigere Sport wie Skifahren. Mit Herz und Seele bin ich eigentlich schon Bergsteiger und Kletterer gewesen. Mit 21 zieht es ihn zum ersten ganz großen Bergabenteuer. Die Eiger Nordwand ist eine Wand, die natürlich alles beinhaltet. Ist eine kombinierte Tour, ja, Fels, Eis. Und vor allem deswegen so gefährlich, weil in der Wand halt der Steinschlag sehr massiv ist. Gerade wenn ein Wetterumsturz ist, schon ein bisschen ein gefährliches Unternehmen. Wir mussten in der Wand, haben wir zwei Biwaks gemacht und dann noch ein Höhengewitter oben. Und beim Abstieg mussten wir nochmal biwakieren, weil es Nacht geworden ist, wir kein Licht mehr dabei hatten. Und dann waren wir natürlich schon nah dran an Unterkühlung. Aus meiner Sicht heute nicht gerade Sachen, wo man sich rühmen sollte, weil im Grunde genommen ist eigentlich das, was man an Risiko eingegangen ist und an Gefahren eigentlich akzeptiert hat, schon eine Portion Leichtsinn mit dabei gewesen. Aber die Herausforderung, man hat sich eigentlich fit gefühlt auch. Das ist ja eine Frage damals, was man halt technisch auch drauf hatte. Und ist natürlich so zurückblickend, trotzdem muss ich sagen, also ich habe jetzt da nicht irgendwo, finde keinen großen übermäßigen Stolz, dass man die Wand gegangen hat. Das hat einfach damals dazugehört. Bald sucht er dann aber die Herausforderung mehr beim Skifahren. Das Tricksen lernt er beim Hüttenwirt auf der Maxl-Rainer-Alm im Spitzingebiet. Doch seine ersten Schwünge macht er mit seinen Geschwistern daheim im niederbayerischen Rottal rund um den elterlichen Bauernhof. Wir sind dann mit gemeinsamen Skiern, da haben wir durchtauscht und haben dann Schanzen gebaut. Und immerhin, sage ich, war damals, also einer meiner Brüder hat da den Schanzenrekord gehabt mit gestandenen 30 Metern über den Gartenzaun drüber. 1971 geht die Gaudi auf der großen Bühne weiter. In Garmisch-Partenkirchen beim Inter-Ski-Kongress, der Olympiade der Skilehrer. Fuzzigerhammer ist im Demonstrationsteam der deutschen Mannschaft und tanzt völlig aus der Reihe. Der Fuzzi-Schwung wird sein Markenzeichen und sogar offiziell in den Schweizer Skilehrplan aufgenommen. Das war ein Paukenschlag, dass man Skifahren auch spaßmäßig machen kann, weil gerade die Skilehrer sind derzeit vor allem in einer unglaublichen Schablone gefahren. Jedes Land hat seine eigene Skitechnik gehabt. Ne? Die Österreicher sind so dahergekommen, haben immer gefrotzelt, haben gesagt, wie macht ihr das? So kommt es doch gar nicht durch den Saalbergtunnel durch. Auch in Übersee kommt der neue Fuzzi-Style gut an. Garhammer wird nach Amerika eingeladen. In Vail in Colorado lernt er die heißen Hunde kennen, die Hotdogger. Die riskieren bei spektakulären Wettkämpfen Kopf und Kragen für starke Preise. Und der erste Preis, das war ein Camaro SS, über 300 PS, ein halbes Rennauto. Da habe ich immer gesagt, Hako, zack, das war natürlich so, als möchtest du gewinnen. Gell, das wär's. Und dann war der Wettkampf dort und dann habe ich dieses Auto gewonnen. Und dann war natürlich für mich klar, mein alter Beruf, Feinmechaniker, das war nicht mehr angesagt. Also dann ging einfach die Post ab. Fuzzigerhammer wird Trickski-Weltmeister und bringt die neue Skidisziplin in seine Heimat. Wir haben dann die Wettkämpfe dann schnell nach Europa gebracht. Der erste Wettkampf in Bayerisch Zell dann oben. Wahnsinnig viel Zuschauer gleich. Es hat also extrem viel Aufmerksamkeit geweckt. Und ja, dann ging es halt da so hoppla hopp weiter. Auch seine Geschwister Hedi, Franz und Ernst zählen zur Freestyle-Weltelite. Zusammen sind sie unschlagbar. Mir hat immer schon, auch wie ich jünger war, bin ich immer schon einmal ein Fotoapparat dabei gehabt. Also fotografieren, Bildgestaltung war schon immer irgendwo Spaß.
Und dann sind wir also sehr schnell auch einmal hinter die Kamera getreten und haben eigentlich dann auch relativ schnell Erfolg gehabt. Damals mit dem zweiten Film, den wir gemacht haben, Family Trophäe. Fuzzi dreht den weltweit ersten Salto mit Kamera. Prompt gewinnt der Film beim Skifilmfestival in New York. Natürlich haben wir dann damals auch mit Willy Bogner ja die Filme gemacht. Mit Willy vor der Kamera gewesen, recht erfolgreich damals mit den Skivisionen. Auch der Willy, muss ich sagen, ist auch ein Meilenstein in der Entwicklung des Sports. Bogner und Garhammer stecken mit ihrem Spaß auf zwei Brettern Millionen von Menschen im Kino an. Und danach bekommt er im Fernsehen die Rolle, auf die er heute noch angesprochen wird. Wir haben öfters so Slapstick-Sachen gespielt. Das war, ob das die Teleskigymnastik war, mit Manfred vor der Wühlbecke, wo ich ja praktisch immer da den Pistenraude spielen musste, Fuzzi die Pistensau. Und ich war dann immer der Spaßfaktor, der Spaßvogel, wobei wir da interessanterweise, also gerade die Negativaspekte in diesen Pistenregeln eben mit Form von Slapstick dargestellt haben, was auch in der Erinnerung der Leute dann besser geblieben ist. Damit die Berge ein einzigartiger Abenteuerspielplatz bleiben, fordert er das Gesetz der Schwerkraft mit immer neuen Methoden heraus. Ja gut, ich habe das Drachenfliegen seinerzeit in Amerika zum ersten Mal gesehen und kurz darauf haben wir in Europa gleich die eigenen Drachen gebaut. Sehr primitiv, das sind nur vier Alustangen und eine Plane und schon ging es ab. Also eigentlich mehr wie Papierflieger war das Flugverhalten auch. Das war Abenteuer pur, muss ich sagen. Also eigentlich heute, aus heutiger Sicht, würde man echt sagen, eigentlich ein Schwachsinn, weil das Leben ist eh kurz genug und da haben wir schon sehr herausgefordert. Ich meine, es ist ja dann auch Tragödie gewesen. Wir sind damals haben einen Flug gemacht vom Korvatsch, ist im Engadin, rüber zum Rossetsch-Gletscher. Und da hat uns einfach eine Windwalze, eine Föhnwalze, mehr oder weniger fast gefangen. Und mein Bruder ist ja damals tödlich abgestürzt. Und das war schon ein Einschnitt, sage ich mal. Wo man dann auch sich Gedanken gemacht hat, wo sind die Grenzen, haben wir die Grenzen doch immer wieder überschritten. Gut, ein Jahr später sind wir beispielsweise dann schon wieder die deutsche Zugspitze zum ersten Mal geflogen. Also wir waren schon die Unverbesserlichen. Denn ständig locken neue Abenteuer. Mit dem Fuzzi-Board, einem Vorläufer des Snowboards, ist er seiner Zeit weit voraus. Liebe Skifreunde, ein neues Sportgerät, vor allem vielleicht sogar ein neuer Sport auf Schnee, Swingbo Alpin Surf. Das Gerät ganz einfach, eine Stammplatte, zwei Ski und dazwischen eine Mechanik, die die Bewegung der Stammplatte auf die Ski überträgt. Rein mehr zufälligerweise habe ich damals das Swingbo entdeckt. Das war also nicht meine Erfindung, das waren ein paar Studenten aus dem Sauerland oben, die das Skateboard auf Schnee eigentlich entwickeln wollten. Habe das dann ausprobiert, hat auch gar nicht funktioniert, weil den Tag hat es mir so oft geschmissen, wie ich glaube 10 Jahre nicht beim Skifahren. Habe aber das gesehen, dass das Movement genau ist, was die Skateboardfahrer machen. Da habe ich eben entdeckt, dass das ein ganz eigenes Schwung oder Drehmoment der ist, weil er nur den Kanten nachgefahren wird. Der Skifahrer ist neidig geworden, wo er gesehen hat, wo die Snowboarder auf einmal mit dieser Innenlage fahren. Und das haben wir einfach, sage ich jetzt einmal, in erster Linie promoted. Wir haben damals die besten Windsurfer der Welt geholt, Robin Nash und so weiter, Charlie Messner und so, auf dieses Gerät gestellt und die waren total happy und sind abgefahren auf dem Ding. Und das war dann eigentlich, wo ich gesagt habe, das ist es. Dann rollt die Carvingwelle an. In den letzten Jahren zieht es Fuzzi Garhammer immer wieder in den Himalaya. Er hat dort ein Patenkind, dem wir auf der Ostpreußenhütte begegnen. Pasang stammt aus einem kleinen Dorf, das auf 4000 Metern Höhe im Langtang-Tal liegt. Hey, Pasang!
Wolfgang, schön, dich zu sehen. Ja, dich auch. Geht's dir gut? Ja. Diese Aufnahmen drehte Fuzzi, als Persang 8 Jahre alt war. Zusammen mit seinem Bruder Ernst war er damals mit dem Mountainbike in Nepal unterwegs. Die beiden ermöglichten ihrem Patenkind eine Ausbildung auf einem Internat in Kathmandu. 2015 ereignete sich in Nepal ein verheerendes Erdbeben. 800.000 Häuser stürzten ein, fast 9.000 Menschen starben. Hier war einmal Langtang Village. Es standen hier ca. 50 Häuser. Am 25. April letzten Jahres gegen Mittag fingen die Berge an zu beben. Minuten später löste sich eine unvorstellbare gewaltige Eis- und Steinlawine von der Ostflanke des über 7.000 Meter hohen Langtang Ri. Das Dorf wurde total vernichtet. Ich war eigentlich schockiert mehr, welche Verwüstung dort in diesem Tal passiert ist. Erfreulich, wie man dann wieder sieht, dass die Menschen, die es dann dort überlebt haben, mit welcher Intensität und welcher Aktivität, die das wieder anpacken, das wieder aufzubauen. Und er versucht eigentlich jetzt durch Geld verdienen in Europa wieder die nötigen Mittel aufzutreiben, dass er sein Haus wieder aufbauen kann, das ja auch zerstört worden ist. Auf der Ostpreußenhütte gibt es Momos, nepalesische Teigtaschen. Auch die Hüttenwirte Babsi und Harald haben ihren Helfer ins Herz geschlossen. Möglichst bald will Pasang seine Lodge für Trekkingtouristen im Langtang-Tal eröffnen. Da werden wir natürlich auch ein schönes Hütteneröffnungsfest machen. Da muss er etliche Tage nicht zu Fuß laufen, aber das ist ja gut, da haben wir den nötigen Durst und den nötigen Appetit. Wir freuen uns drauf. Die Abenteuer werden Fuzzi Garhammer so schnell nicht ausgehen, solange es Berge gibt.